Hey, I got something, something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute reden wir nochmal über Ahmad, denn was bei ihm wieder abgeht, ist einfach zu wild. Ihr habt es im Titel schon gelesen. Ahmad hatte ja vor ein paar Wochen angekündigt, mit YouTube aufzuhören. Mit diesem Video will ich euch sagen, danke für alles. Danke für alles die letzten 2 Jahre. Dieses Video wird ein Abschied, aber kein Ende. Und schon da haben einige Leute spekuliert, was Ahmad damit meinen könnte, dass es ja nicht das Ende ist. Nein? Nur ich? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Anyway, vor ein paar Tagen hat er dann eine Ankündigung angekündigt. Ankündigung angekündigt? Ja, müsste so passen. Und zwar hat er das in seine Insta-Story gepostet. Mir ist noch nicht ganz schlüssig, warum die Ankündigung für die Ankündigung nötig war, denn nur 2 Stunden später kam die echte Ankündigung. Ihr könnt mich jetzt unterstützen, ihr habt die Möglichkeit, denn das wird das Einzige sein, was ihr von mir auf Social Media sehen werdet, und zwar... Ich habe letztes Jahr mein eigenes Unternehmen gegründet und das ist quasi eins davon auf jeden Fall. Ihr könnt mal unten hier drauf gehen und liken, kommentieren. Heute kommen die ersten 2 Beiträge der Seite schon mal folgen. Und ja, das ist mein erstes Unternehmen. Ich werde dieses Jahr auch noch ein paar andere Sachen raushauen, die werdet ihr alle sehen. Es wird sehr, sehr krass. Ich habe das schon länger geplant, aber ich habe es jetzt erst angekündigt und ja, das werde ich auf jeden Fall fürs Erste machen, damit ihr Bescheid wisst. Kurze Zusammenfassung für jeden. Ich wurde zum Beispiel oft von euch gefragt, Ahmad, wie schaffst du es die letzten Jahre immer? Wie schaffst du es immer viral zu gehen? Wie schaffst du es immer, dass deine 23 Accounts auf For You erscheinen? Wie kannst du es schaffen, obwohl TikTok dich nicht mag? Und wie weißt du, wie alles funktioniert? Das ist quasi mein ganzes Wissen, mit was ich angeeignet habe die letzten 2 Jahre. Mit diesem Wissen helfe ich jetzt Unternehmen, aber auch Privatpersonen. Also euch jetzt, wenn ihr die nötigen Kapazitäten und Ressourcen dazu habt. Es ist eher nicht die, also ihr seid nicht eher die Zielgruppe, die dafür ausgerichtet ist, aber wenn es den einen oder anderen interessiert, dann kann er gerne auch das Kontaktformular ausfüllen, sich die Seite anschauen und vielleicht auch Kunde bei mir werden, so wie er möchte. Er hat also ein Unternehmen gegründet, Bundle Media, dein Social Media Management. Ich wollte dann mal auf die Webseite gehen und habe den Link in Ahmad's Story abgetippt, aber das hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Der Grund dafür ist genauso einfach wie peinlich. Der eigene CEO, also Ahmad, hat die Webseite falsch geschrieben. Nein, doch. Richtig wäre Bundle-Media. Aber egal. Und ich muss zugeben, die Webseite sieht ziemlich professionell aus. Abgesehen davon, dass es viel zu viele rein slidende Elemente gibt. Wir haben es verstanden, du hast eine neue Funktion entdeckt, übertreib es doch nicht. Aber der lustigste Teil der Geschichte kommt erst jetzt. Und zwar habe ich mir mal angeguckt, was so die angebotenen Services sind. Und natürlich muss auch hier wieder alles reinsliden und aufploppen. Aber kommen wir zu den Services. Wir verfügen über jahrelange Praxiserfahrung und ein Know-how, welches nicht einmal Absolventen eines Marketingstudiums besitzen. Was für Praxiserfahrung? Arztpraxis oder was? Nein, Spaß, alles nur Joke hier, chillt eure Eier. Dieses Wissen beinhaltet: Wie funktioniert Social Media? Wie sollte ein gutes TikTok-Short-Reel-Video aufgebaut sein? Wie funktioniert der Algorithmus auf TikTok, YouTube oder Instagram? Wie baut man sich eine richtige Community statt nur stumme Follower auf? Oha, bis hierhin wirklich wichtige Infos, wenn man Influencer werden möchte. Aber die nächste Info ist noch viel wichtiger, hat er selbst sogar so markiert. Wie vermeidet man Kanalsperrungen? Wichtig! Okay, und ab hier ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich glaube, dass das alles nur Realsatire ist. Ihr wollt mir also erzählen, dass Ahmad, der CEO von Bundle Media, euch erzählen will, wie man Kanalsperrungen vermeidet. Ja. Ahmad, der auf Instagram Ahmad Neu heißt, weil sein voriger Instagram-Account gesperrt wurde. Ahmad, der auf Instagram einen zweiten Account hat. Ahmad Superneu, weil sein neuer Account auch schon mal gesperrt wurde. Ahmad, der auch auf TikTok Ahmad Neu heißt, weil vorige Accounts von ihm gesperrt wurden. War doch so, oder Ahmad? Alle meine 7 Accounts sind gesperrt. Alle, gebt euch das. Endgültig gesperrt, ich kann nichts mehr machen. Das ist der letzte Account hier, was geht? 7 TikTok-Accounts gesperrt. Der versteht was davon, wie man Kanalsperrungen vermeidet. Waren doch 7, oder? Der Account, wo ich hochgeladen habe, dass ich aufhöre, ist mittlerweile auch gesperrt. Alle meine Accounts sind mittlerweile gesperrt. Deswegen ist das hier, wie gesagt, kein Comeback. Ich wollte es nur nochmal auf dem Hauptaccount sagen, weil alle anderen Accounts gesperrt sind. Jetzt sind es also schon 8.
Aber es bleibt doch bei 8, oder Ahmad? Ich bin endlich wieder entsperrt und kann mit euch reden. Das Ding ist, ich glaube, manche, die nur diesem Account hier folgen, denken, ich bin faul. Aber in Wahrheit habe ich schon 10 andere Accounts gemacht, die alle endgültig gesperrt worden sind. Okay, 10 Accounts sind es also. Das Erste, was jeder von euch tun sollte, bevor ich wieder verschwinde, geht auf Folge ich und folgt jeden Account, den ihr dort seht. Das sind alles meine Accounts. Ich habe 23, tatsächlich. Ach komm, scheiß drauf, Digga. Aber wenigstens ist Ahmad ja auf Social Media allgemein erfolgreich. Oder? Ich krieg die ganze Zeit Anzeigen, Sperrungen und Strikes. Ich habe mit Social Media wirklich nur Minus gemacht. Ich könnte eigentlich wie Apo Blau bald insolvent gehen. Okay, lass mich das nochmal klarstellen. Bundle Media ist eine Firma, die mit erfolgreichem Social Media Marketing wirbt. Ahmad ist CEO, der schon haufenweise Kanalsperrungen bekommen hat und Verluste mit Social Media macht. Das geht doch nicht! Hey. Kann ja jeder machen, was er will, aber auf diese Firma würde ich nicht setzen. Aber nehmen wir die Seite einfach mal noch näher unter die Lupe. Unter Referenzen finden wir noch mehr reinslidende und aufploppende Elemente. Aber wir finden dort auch seine Social Media Stats, die branchenüblich etwas aufgehübscht wurden. Und zwar gibt er an, fast 1,6 Millionen Abonnenten zu haben. Schön mit Schreibfehler. Abonnenten wird so geschrieben. Auf jeden Fall ist das natürlich eine Methode, die nicht ganz die Realität widerspiegelt, die aber tatsächlich branchenüblich ist. Und zwar werden dort alle Follower aller Plattformen aller Accounts zusammenaddiert. Weiter unten auf der Seite sieht man das ganz gut. Hier wird angegeben, dass Ahmad auf TikTok insgesamt über 1,3 Millionen Abonnenten hat, und zwar mit 4 Accounts. Aber das heißt natürlich, dass einige Fans wahrscheinlich alle 4 Accounts abonniert haben. Das heißt, hinter 1,3 Millionen Abonnenten stecken locker unter 1 Million Menschen. Wie gesagt, ist zwar branchenüblich, heißt aber ja nicht, dass es dadurch richtig ist. Ich sag es euch, wenn man sich ein bisschen mit Ahmad auskennt, dann ist diese Webseite wirklich pure Comedy, wie hier. Beispiele von viralen TikTok-Videos. Wie gefährlich Cybermobbing für junge Leute sein kann. Daneben ein TikTok-Video von Ahmad als Beispiel eingeblendet. Währenddessen auch Ahmad. Aber du findest mich heimlich geil. Digga, Anfang 20 und ihr findet mich mal geil, Bro. Die Kurven, ich weiß nicht, ob er es ernst meint mit den Kurven. Junge, er ist halt einfach fett, ich weiß nicht. Und zwar hat er Videos hochgeladen, wo er sagt, dass sie schwanger ist. Ich weiß nicht mal, wie das geht. Guck mal, wenn ihr euch beide anschaut, rein physikalisch gesehen, laut den Naturgesetzen ist das gar nicht möglich. Aber egal, ist noch eine andere Geschichte. Und jetzt eine Entschuldigung von Marius. Tut mir leid, dass ich eine Fehlgeburt ausgenutzt habe und eine Schwangerschaft. Ich bin halt ein fettes Stück Kacke. Auch in den FAQs finden wir teilweise weirde Takes, wie hier. In den FAQs steht einfach, dass es Rabattangebote gibt, obwohl FAQs ja eigentlich permanent sind. Gelten die Rabatte dann auch permanent? Und wenn ja, dann sind es ja nicht wirklich Rabatte, oder? Nein! Und mit dieser Frage beißt sich das Ganze ja auch. Warum finde ich keine Preise in den Angeboten? Da der Umfang unserer Dienstleistung stark variiert, können wir keine genauen oder festen Preise setzen. Auf jeden Kunden wird ein separates und zugeschnittenes Angebot benötigt. Wenn es also gar keine festen Preise gibt, woher weiß ich dann, dass ich auf meine Dienstleistung tatsächlich auch meinen Rabatt bekomme? Ihr könnt ja dann den Rabatt vorher auf den Preis einfach draufrechnen und dann wieder abziehen. Würde ja kein Schwein merken, weil es ja keine festen Preise gibt. Ich rieche Scam. Ab in Knast. Aber mal kurz Real Talk. Ahmad weiß ja schon, wie man auf Social Media polarisiert. Das muss man ihm ja lassen. Und wenn ich Ahmad so einschätzen würde, dass er aus Fehlern lernt, dann würde ich das Ganze auch legitim finden. Aber so denke ich nicht von Ahmad und deswegen denke ich auch nicht, dass es so klug wäre, sein Geld in diese Firma zu stecken. Aber das ist natürlich nur meine Meinung. Das soll es aber mit dem Video gewesen sein. Im nächsten Video widmen wir uns mal dem Vorwurf, ich sei ja transfeindlich. Ich hoffe wie immer, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann liked es gerne und abonniert hier meinen Kanal. Schreibt mir eure Meinung zum Thema wie immer in die Kommentare und klickt dann auf diese beiden Videos hier. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut.